Nuss, Haselnuss, denke ich mal. Schon irgendwie nach Nuss. Sicher? Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Eisverkostung in der Steirer Innenstadt. Andreas Resch verkauft die Klassiker, Erdbeere, Schoko, Vanille und immer auch exotisch anmutende Eigenkreationen, wie Mohn, Spargel oder halt Krammeln. Ernsthaft jetzt? Weißt du, was Krammeln sind? Das darfst du gar nicht essen. In Andreas Reschs kleiner Eiswerkstatt steht die Hygiene an vorderster Stelle, weil er darauf besteht, auf jegliche chemische Zusätze wie Emulgatoren, Stabilisatoren, Farb- oder Aromastoffe zu verzichten und ausschließlich mit Frischmilch vom Bauern arbeitet, ist der Gefriervorgang eine heikle Angelegenheit. Die Idee mit den Krammeln mag auf den ersten Schleck abartig erscheinen, ist sie aber für Andreas gar nicht. Wenn man wirklich ein bisschen analysiert, in der österreichischen Mehlspeisenküche sind Krammeln ein fixer Bestandteil, wenn ich wirklich ein bisschen zurückschaue. Auf traditionelle Rezepte böhmischer Küche gibt es Krammikeks, da ist ganz viel mit Schmalz gemacht worden, gearbeitet worden, natürlich weil das vorhanden war. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so abwegig. Am 24. April hat Andreas seine Eiskugel in Steyr eröffnet. Seither haben seine Kunden über eine Tonne Eis weggeschleckt und geben ihm auch Anregungen für weitere Schrägheiten. Da sind ganz spannende Sachen dabei, mit Lavendel und Minze und viele mehr. Die Freundin von einem guten Freund von mir zum Beispiel hat erzählt, dass ihre Oma das beste Limetteneis macht mit Rosmarin. Dann habe ich gesagt, das schaue ich mir an, ob das das Beste ist. Habe auch die nette Limette kreiert. Durchaus auf den Vorschlag von ihr, ja, war nicht unbedingt meine eigene Idee, aber ich habe das Rezept schon von null weg gemacht. Sie war die Erste, die was kosten hat dürfen und hat mir dann auch relativ schnell bestätigt, dass das nur ein bisschen besser ist als das von der Oma. Und das erfüllt einen halt dann schon mit Freude auch. Krammeln sind das? Ja, gut. Gut. Und trotzdem ist gut. Aber Krammeln, ja, mag ich. Gut. Wirklich, Krammeln sind drin. Ich hätte nicht sagen können, ja. Ja, muss ich es jetzt sagen? Ja, kommt sein eventuell. Und jetzt graust ihn, oder? Nein, nicht. Krammeknödel sind ja auch gut, oder? Wer jetzt scherzeshalber denkt, fehlt nur noch das Sauerkraut, darf gewiss sein, lange wird's nicht dauern.